Hallo vom Proklima Schulungshaus aus Schwetzingen. Heute geht es um Dachflächenfensteranschlüsse und mein Kollege Jens Lüder-Herms, den Sie sicherlich schon kennen, zeigt uns heute, wie man so ein Dachflächenfenster luftig bekommt, indem man eine vorgefertigte Lösung nimmt oder, wenn man sowas nicht hat, das handwerklich löst. Hallo Lüder. Hallo Heidi. Wir fangen an mit, wenn man keine vorgefertigte Lösung hat, wie löst man das? Was macht man dann? Wie macht man das dicht? Also was man generell ja machen muss beim Dachflächenfenster ist, man muss die Luftdichtigkeitsebene an das Fenster ranführen und dann muss man es in der Nut mit einem Klebeband quasi dauerhaft luftdicht miteinander verkleben, dass hier durch den Rahmenanschluss halt keine warme Luft ungehindert nach außen strömen kann. Und nehme ich da einfach ein normales Klebeband oder was muss ich da machen? Man kann ein normales Klebeband verwenden. Es hat sich herausgestellt, dass das relativ schwer ist, hier diese kleine Anschluss-Nut, die es in dem Fenster gibt, wirklich gut zu erreichen. Und da gibt es Speziallösungen wie das Tescon Profect, was als Besonderheit eine Vorfaltung besitzt. Und wenn ich so ein Klebeband abroll, ist schon ein Schenkel frei, sodass ich definiert mit der Breite, die quasi genau in die Nut reinpasst, hier sicher anschließen kann. Das hört sich gut an. Willst du zeigen, wie man das jetzt genau, also ich meine, das ist immer noch das Klebeband, wie viel muss ich abschneiden und wie falte ich das, dass es funktioniert? Gerne. Ich fange immer in der schwierigsten Situation an und die schwierigste Situation ist hier immer die Ecke. Es ist wichtig, dass man da wirklich eine umgehende Luftdichtigkeit erreicht. Ich schneide mir immer ein kleines Stück ab, 10 cm, falte das einmal vor, klebe das hier oben leicht zusammen. Und dann kann ich durch diese Überklebung, die ich hier mit der Hand ausführe, man kann das, glaube ich, hier ganz gut sehen, kann ich steuern, ob ich jetzt einen 90-Grad-Winkel haben will oder einen 120-Grad oder 60 oder was auch immer. Dann kann man einfach das Klebeband hier in die Ecke ansetzen und am besten arbeitet man dann entweder mit dem Pressfix, ich mache das auch ganz gerne mit dem Zollstock. Und dann kann man hier einfach, ohne dass man da kleine filigrane Finger braucht, kann man hier den Eckanschluss sicher ausführen. Und wenn man hier mal reinguckt mit der Kamera, dann sieht man, dass man da schön außenrum ist und ja, dieses schwierige Detail einfach sicher gelöst hat. Okay, das sieht gar nicht so kompliziert aus, aber du hast ja mal angedeutet, dass es noch leichter gehen könnte mit vorgefertigten Lösungen. Was ist das? Was ist da jetzt anders? Ja, also man muss hier schon als Handwerker eine gewisse Erfahrung haben, dass man weiß, wie ich mit Klebeband umgehe, wie ich es falten kann und. Man muss vorausschauend denken, dass man weiß, okay, die Ecke zuerst. Es gibt eine andere Lösung, das sind diese vorgefertigten Ecken. Das ist das Tescon InCarve und das ist in dem Sinne eine dreidimensionale Lösung. Eine Ecklösung und wenn man hier mal sieht, sieht man, dass das eine Ecke, eine Innenecke sehr gut ausfüllt. Aber gehen wir mal nochmal zu dem Detail hin. Sieht man einfach, dass das zu groß ist. Das heißt, wenn ich hier, hoppala, jetzt mache ich es kaputt, wenn ich hier mit der Ecke rein will, muss ich mir das noch entsprechend zuschneiden. Man macht das ganz einfach, indem man einfach mit dem Zollstock, mit diesen verschiedenen Gliedern, kann man sich die Breite der Nut entsprechend ausmessen. Hier sind das weiß ich schon, das sollten genau 3 sein. Und wenn ich hier mal schaue, komme ich hier genau mit 3 Gliedern des Zollstockes genau hin. Dann nehme ich mir die Anschlussecke, lege hier an dem Knickpunkt, das ist genau der Knickpunkt, wo nachher die Ecke entsteht, lege ich mir hier den Zollstock an und wenn ich dann einmal hier lang schneide, hoppala, dann habe ich genau meinen Anschlusswinkel erhalten. Das heißt, ich kann dann hier nochmal den Liner entfernen. Gehe dann genauso vor wie eben. Klebe hier entweder mit der Finger oder mit dem Hand einfach die Ecke entsprechend rein. Und dann habe ich da meinen Anschluss ausgeführt. Das ist eine Hilfe, muss jeder entscheiden, was für ihn besser passt in der Situation. Aber die Ecken, die erfreuen sich großer Beliebtheit und werden gerade von den Leuten viel verwendet, die das nun nicht täglich machen. Dann auf jeden Fall vielen Dank, Lüder. Und wer Lust hat, mehr von dir zu wissen, du twitterst ja auch unter Lüder Herms und da machst du ja auch, zeigst du oft schöne Detaillösungen. Vielleicht magst du noch kurz Werbung machen für deinen Twitter-Account. Ja, das bringt mir sehr viel Spaß. Ich zeige halt, was ich so in meiner täglichen Arbeit sehe, was an neue Produkten sind, was an Bauphysik für neue Erkenntnisse entstehen. Ich bin viel im Ausland unterwegs und wenn ich da Besonderheiten bei der Verarbeitung oder besondere Gebäude sehe, dann
ja, zeige ich die gerne auf Twitter. Also es geht hauptsächlich um Luftdichtigkeit und Bauphysik. Dann vielen Dank für die Zeit und folgen Sie Lüde Herms auf @LüdeHerms oder auch ProKlima twittert bei @ProKlima. Und wenn Sie Lust haben, schauen Sie doch noch mehr Folgen von www.proklima.tv.